Zuschauer und strahlendes Sommerwetter bilden die Kulisse für die 200 Meilen von Nürnberg. McLaren vor Porsche, so hieß es nach dem Training, und als Rennleiter Gernot Leistner die 15 Wagen zum Indianapolis-Start führt, schien es so, als könnten diesmal Pilatus die Turbo-Porsche ernsthaft gefährden. Der neu gestaltete Norrisring sieht in den ersten Runden einen Kampf auf Biegen und Brechen. Ein hervorragendes Rennen. Sein Duell mit Leo Kinnunen begeistert die Zuschauer. In diesem spannenden ersten Lauf, Willi Kausen hat inzwischen die Führung übernommen, gibt es zahlreiche Zwischenfälle. Hier kann nur durch eine Vollbremsung der Engländer Chris Craft eine Kollision mit einem der KMW-Porsche vermeiden. Der kurvenreiche 2,3 Kilometer lange Kurs fordert seinen Tribut. Sowohl am von Kellerners als auch am führenden Porsche von Kausen treten Defekte am Bremssystem auf. Lachender Dritter ist wieder einmal Leo Kinnunen. Für Willi Kausen und Helmut Kellerners bleiben die Plätze 2 und 3. Im zweiten Lauf will das Kausen-Team kein Risiko mehr eingehen. In der Pause hat man den Turbo-Porsche mit standfesteren Langstreckenbremsen ausgerüstet. Und diesmal gelingt es den Deutschen, den Finnen in Schach zu halten. Allerdings geht die Rechnung auf Sieg für Willi Kausen nicht auf. Die Addition der beiden Durchgänge ergibt wieder ein Plus für Leo Kinnunen und gleichzeitig ein verspätetes Geburtstagsgeschenk. Am Vortag wurde er 29 Jahre alt. Das Publikum sprach an diesem Renntag in Nürnberg nicht mit Applaus.